Allah zeigt dir noch einmal auf, wie schwach du eigentlich als Mensch bist. Du bist schwach, du bist nur aus Wasser erschaffen worden. Aus verächtlichem Wasser bist du erschaffen worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt noch einmal dieses Wasser, und das ist sehr, sehr interessant, finde ich, indem er nämlich sagt, aus ergießendem Wasser erschaffen worden. Dafiq, also etwas, was sozusagen, ja, mit Druck aus dem Körper kommt. Und was will damit Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Allah subhanahu wa ta'ala, er will sagen, dass im Grunde genommen aus all diesen sozusagen Millionen Spermien, die aus dem Körper kommen, des Mannes, bist du auserwählt worden. Und deswegen auch Dafiq, ja, es bewegt sich selbst, das Wasser. Ja? Und wir alle, die Biologie gelernt haben in der Schule, wissen, ja, dass sozusagen diese Flüssigkeit des Mannes aus Millionen von kleinen Teilchen bestehen, die sich alle bewegen. Und Allah Ta'ala beschreibt es genauso, Dafiq, es bewegt sich. Und das zeigt uns noch einmal ganz etwas Wichtiges auch ein kleiner Exkurs, inshallah ta'ala, ja, was ganz, ganz wichtig ist. Immer wieder haben wir im Koran, ja, diese Verse, in denen über die Schöpfung des Menschen gesprochen wird. Und in denen auch über diese Dinge gesprochen werden, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das sind keine Themen, die Aib sind, wie es manche Leute glauben, dass man darüber nicht sprechen darf, Tabu. Nein, der Koran, er spricht das ganz normal an. Und er zeigt uns auf, dass darin eigentlich eine Gnade Allahs liegt. Er zeigt uns auf, dass darin eigentlich ein Zeichen dafür liegt, dass Allah Ta'ala der Schöpfer der Menschen ist. Und dementsprechend heutzutage ist es teilweise unter den Muslimen so, man darf über solche Dinge überhaupt nicht sprechen. Das sind Tabuthemen. Nein, der Koran, er spricht es direkt an. Und er thematisiert diese Dinge, weil sie nämlich für den Menschen wichtig sind. Der Koran, er sieht solche Dinge nicht als etwas Schlechtes, als etwas Schändliches an, sondern er sieht solche Dinge als eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala an. Das ist unsere Einstellung zu beispielsweise Themen wie Sexualität. Manche glauben, Sexualität sei eine Sache, die in Religionen tabu sei. Damit dürfte man sich nicht beschäftigen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte überhaupt kein Problem damit, öffentlich über solche Themen zu sprechen, genauso wie es auch der Koran gemacht hat. Aber natürlich in einer sehr, sehr, in einer Art und Weise, die nicht obszön ist, so wie es heutzutage der Fall ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, es kommt ein Mann zu ihm und er fragt ihn, und hast du geheiratet? Er sagte, ja, Alhamdulillah, ich habe geheiratet. Ja, das war Jabir ibn Abdullah gewesen. Ja? Und er fragte, und hast du geheiratet? Er sagte, ja, Alhamdulillah, ich habe endlich geheiratet. Und er fragte, wen hast du geheiratet? Er meinte, ja, ich habe eine Frau geheiratet, die schon mal verheiratet gewesen war. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Halla bikran, hättest du nicht eine Jungfrau geheiratet? Tuda'ibuka wa tuda'ibuha. Sozusagen, mit der du Spaß hast und mit dir, sie mit dir Spaß hat, ja, und mit der ihr Spielchen macht. Ja, unser Prophet hat offen über solche Themen gesprochen. Er hatte kein Problem damit gehabt. Ja, das ist unsere Religion. Solange es im Halal ist, Alhamdulillah, ist es eine Gnade. Unser Prophet sagt ganz offen, er spricht über die Sadaqa. Und dann sagt er, wa fi bud'i ahadikum Sadaqa. Und im Beistand mit eurer Ehefrau liegt eine Sadaqa. Es ist so, als hättet ihr gespendet. Die Sahabe konnten das erstmal nicht glauben. Und sagten, ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, hayaqdi ahaduna shahwata, wa yakunu lahu bidhalika ajr. Jemand sozusagen befriedigt seine Neigung und kriegt dann dafür auch noch Belohnung von Allah. Und der Prophet sagte, ja, natürlich. Hätte er es im Haram gemacht, im Verbotenen, hätte er dann auch eine Last auf sich genommen. Und wenn er es im Erlaubten macht, kriegt er dafür eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist etwas Gutes, der Koran, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, er spricht immer in einem positiven Kontext über diese Dinge, nicht in einem negativen, wenn es um Ehe geht, wenn es um die Erschaffung des Menschen geht, wenn es um die Familie geht. Wichtige Dinge, die wir verstehen müssen, damit wir auch unseren Glauben richtig verstehen.